Wie war es für dich, Susi? Ja, lieber Stefan, die Pressung war ganz gut. Okay. Es hat ja hervorragend geklappt und ja, du hast dich wacker geschlagen, hast überlebt und somit würde ich sagen, steht deiner Führerscheinprüfung nichts mehr im Wege. Naja, sagen wir mal so, ich müsste damit erst anfangen, apropos anfangen. Das war Teil 1 heute. Das war Teil 1 von Stefans Welt. Aber wir müssen mal zurück zu unserem Anfang, Susi. So wie wir vor einigen Stunden uns hier auf der Bobbahn getroffen haben, im Kreise von vielen Verrückten. Stefans Welt on Tour. Tara, da ist er! Auf geht's! Komm, wir gucken! Schau, da steht er! Wow! 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 Ist so. Das, Susi, ist das der Bob, mit dem du selbst gefahren bist? Mit dem bin ich jetzt seit meinem Karriereende unterwegs und vorher war ich mit einem Zweier-Bob unterwegs. Das ist jetzt ein Vierer-Rennen-Bob. Da ist kein Lenkrad. Nee, ich zeig dir dafür ganz kurz, indem ich die Haube abnehme, wie die Lenkung aussieht. Das ist ein ganz normales Seilsystem. Natürlich. Natürlich, hast du wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch nie gesehen. Nein. Das ist die genaueste und direkteste Lenkung, die man haben kann. Man zieht praktisch wie so eine Tiptronic vorne an den Seil. Kann ich mal Probe sitzen? Gerne, dann versuch's aber, geh mal von hinten rein. Man sitzt sich sozusagen. Genau. Ja. Das ist, ich hab die falsche Hose an. Ja. Das ist, ich hab... Was ist der richtige Weg, hier rauszukommen? Oh, Dreharbeiten vorbei, ich muss nach Hause. Viel Spaß! Hast du denn Rituale gehabt, bevor du... Ich habe Rituale, bevor ich auf die Bühne gehe. Ganz verrückte Geschichten. Gibt es bei dir so Dinge, wo du sagst, das ist etwas, das muss ich immer machen, das mache ich immer noch, auch heute noch? Ja, also definitiv habe ich immer bestimmte Socken an. Das ist wirklich so. Ja. Okay. Und... ja, ich gehe eigentlich immer vorm Start, das werdet ihr nachher merken, nehme ich mich so ein Stück zurück, ja. Dann versuche ich mich nochmal zu konzentrieren, gehe die Bahn durch und das ist einfach so ein Ablauf, den ich habe und dann komme ich erst, wenn es losgeht, komme ich dazu. Das ist unglaublich beeindruckend und was ich am beeindruckendsten finde, dass ich den Berg nach oben laufe und gefühlt wandere. So, Susi, kurz vor unserem Starthäuschen. Ich bin aus der Puste, du nicht. Das heißt, du machst noch Sport oder wie sieht es bei dir aus? Ja, gelegentlich mache ich schon was, weil ich ja voll berufstätig bin. Ja. Also ich gehe Golf spielen, ab und zu mache ich noch ein bisschen Krafttraining. Okay. Aber ja, als ehemaliger Leistungssportler hast du so deine Baustellen, okay, wo es da mal weh tut. Und deswegen kann ich auch nicht mehr alles machen, aber... das passt schon, es reicht. Du bist ja mit beiden Beinen noch im Berufsleben, nicht auf der Bobbahn. Was machst du? Ja, ich bin bei der Bundeswehr, Stabsfeldwebel im Dienstgrad, also Berufssoldatin. Okay. Und bin in München in der Sanitätsakademie für die Sportausbildung der Soldaten zuständig. Ach so, also du Trillerpfeife und Liegestützen auf Ansage. Klischeehaft. Nein, natürlich nicht. Moderne Trainingsmethoden mit viel Spaß, Musik, Motivation. Super. Auf geht's, Stefan! Komm, yeah! Und jetzt da noch vorne. Die Musik! Hey, und was singen wir denn jetzt? Ich gehe auch so. Ich bin unmusikalisch. Also ich meine, nur so nebenbei, ne? Was wir hier machen, ist echt kein Kindergarten. Hier trainieren die Engländer und die Österreicher. Jetzt geht's nur noch darum, passt die Susi in den Bob, wenn ich drin bin?
Das ist das Geilste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Kuss! Bussi. Danke, Susi. Was sagst du? Ja. Wenn ich das geschafft habe, kann ich den Führerschein machen? Definitiv.